So, willkommen zurück zu Patrick 3331 und ich weite das Thema Roller ein bisschen weiter aus, denn ich finde Rollerfahren wirklich geil und ich muss ja sagen, ich habe am Anfang nicht gedacht, dass das Video Rollerfahren ist geil so gut ankommen wird und auch das Video vom C650 Sport kam auch sehr gut an und deswegen habe ich mir überlegt, ich will aber mehr Zweirad fahren, ich will mehr Roller fahren, denn jetzt hat das gute Stück so 3300 Kilometer auf der Uhr und er ist von 2015, es hat, ich glaube, 1000 Kilometer auf die Uhr gebracht pro Jahr und das will ich ändern. Ich will dieses Jahr viel mehr fahren. Ziel sind mindestens 3000 Kilometer, wenn nicht 5000 Kilometer, aber ich muss mal schauen, wie wir das machen werden, denn ich bin wirklich nur ein Gutwetterfahrer, ich fahre nicht, wenn es regnet und heute geht es noch, sollte eigentlich regnen, aber es geht. Aber für den Fall der Fälle, dass es mal regnen sollte, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, das gut ist, aber auf dem Rückweg vielleicht anfängt zu regnen, unvorhergesehen. Und auch für die Jahreszeit, wenn es noch nicht so warm ist, also Anfang der Saison und Ende der Saison, habe ich mir den originalen X-Max Wind- und Wetterschutz gekauft. Den habe ich jetzt schon installiert. Eigentlich wollte ich ein Installationsvideo machen, aber in der Tiefgarage war das nicht so geil vom Ton her. Und deswegen kam ich hier raus und heute fahren die Motorradfahrer hinten ihre Tests, beziehungsweise ja Übungen. Und da habe ich mir gedacht, ist doch ein schönes Bild für Hintergrund, damit es auch nicht so langweilig ist hinten. Also, es geht einmal um das Ding und dann geht es noch einmal um das Teil hier. Ich komme mal ein bisschen nach vorne gelaufen und ich nehme auf mit dem neuen Canon EOS M50. Also, das ist der Fuel Friend. Ja? Ich hoffe, es fokussiert mal. Fuel Friend. Und das ist jetzt ein halber Liter. Den gibt es in halben Liter, Liter, 1,5, 2 Liter. Das ist sozusagen die Notreserve für Zweiräder. Ja, wenn ihr irgendwo hinfahrt, ihr fahrt auf dem Pass oder sonst was, ihr wisst nicht, ob euch das Benzin ausreichen wird. Damit ihr nicht irgendwo am Pass hängen bleibt, habt ihr halt diese kleinen Reservekanister. Der ist hier von Hühnersdorf, made by Hühnersdorf. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und das ist das Ding, was ich mitnehme, wenn ich mit der MSX unterwegs bin und eventuell ein bisschen länger fahre oder halt auch im Roller drin habe. Und im Roller ist es halt nochmal 10-mal geiler, weil ihr habt einfach unten Stauraum, das Ding einfach rein und fertig. Und mit dem Roller habe ich, wenn ich sachte fahre, einen Verbrauch von 3,2, 3,3 Litern auf 100 Kilometer. Das heißt, mit einem Liter komme ich ungefähr, 1,1 Liter sind es 33 Kilometer, sagen wir mal 1 Liter gleich 30 Kilometer. Das heißt, damit komme ich nochmal 15 Kilometer weiter, just in case. So, aber es geht zurück. Es geht aber hier um den Windschutz und wie gesagt, das Original Yamaha Windschutz und Wetterschutz. Das heißt, der ist regenabweisend, der ist windabweisend, klar, ein bisschen Wind unten durch und wo auch immer, aber es ist gut. Kommt in so einer Tasche. 8x XL Beutel für das Ding, wenn man das Ding auseinander wieder baut oder abbaut. Und ich zeige euch nochmal kurz, diesen Tonbeutel sozusagen. Ich zeige euch mal kurz, wo das Ding befestigt ist, damit ihr mal wisst, wie, was für eine Arbeit das ist. Also, kleiner Augenblick. Um die zu installieren, geht alleine. Ihr braucht keine zwei Leute. Ihr braucht aber diesen Stern Cox oder wie heißt der, Schlüssel. Das ist kein normaler Schraubenzieher, das ist dafür gedacht, damit die Leute den einfach klauen können. Also wenn ich einer hinstellt, jede Nacht irgendwo im Ghetto stehen lasse, dann ist nicht nur die Decke weg, dann ist auch der Roller weg. Und es gibt halt verschiedene Befestigungspunkte, wo ihr ein bisschen was auseinanderbauen müsst, um das einmal zu installieren. Aber ich zeige es euch einmal. Also, ich nehme mal die Kamera ab und dann filmen wir mal hier drauf. Ich erkläre euch nur mal kurz die Funktion von dem, weil es hat noch zwei, drei Sachen drin, die man so nicht sieht. Moment, ich klappe mal um, damit ich es sehe. So, also einmal haben wir hier Klettverschluss, ist auch mit so, ihr seht überall an den Seiten, das alles ist fluoreszierend. Das heißt, das ganze Zeug, die ganzen, diese Nähte hier und was auch immer, das ist alles fluoreszierend. Ja? Das heißt, hier habt ihr eine Klappe mit Klett, da könnt ihr einen Zündschlüssel ran, um den Motor halt an- und auszumachen. Dann habt ihr hier in Vorderseite, also ich setze mich mal drauf, dann seht ihr es mal, wie es aussieht. Das Problem beim X-Max ist, dass der halt keinen Durchstieg hat, so wirklich. Ne? So, also, wenn ihr euch drauf setzt, seht ihr schon, das Ding krümmt sich so ein bisschen hier vorne. Ja? Und ihr habt dann hier so einen Schutz vom Bauch, hier seht ihr es, damit halt auch die Nieren geschützt sind von vorne ein bisschen. Und hier halt so weit wie möglich von hier geschützt ist. Dann habt ihr hier einmal so ein Klett, das ist auch so ein Kreditbuch, den ich habe. Das ist Gummi gelagert, sagen wir so, man kann das ein bisschen verstellen. Und dann hier festmachen. Aber wenn man sich ein bisschen bewegt, ja, geht das Ding irgendwann mal ab. Und wenn hier wäre geil gewesen, wenn es ein bisschen länger wäre, das Teil, weil das ist nicht allzu lange, finde ich ein bisschen zu kurz für größere Menschen. Und wenn das hier so ein Haken hätte oder sowas, Metallhaken, nicht so ein Plastikklettverschluss. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich habe.
machen wir das mal wieder zu hier. Dann, wie gesagt, haben wir hier einmal einen Zip, also eine Tasche mit so einem gelben Fund, so ein, wie heißt das, Kabelbinder oder keine Ahnung, wie das heißt. Könnt ihr hier einmal aufmachen und ihr habt dann nochmal einen Schutz für die Bank. Den könnt ihr dann die Bank aufmachen und hier drüber ziehen und dann wird der Sitz nicht nass, auch für den Sozius, was sehr cool ist. Ihr habt dann auch mal so ein zum Zuziehen, ja, könnt es lösen oder halt zuziehen. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee und das ist auch komplett wetterfest, also regenfest. Ja. Könnt ihr das einmal zumachen. Wenn ihr einmal weiter vorklappt, dann habt ihr hier nochmal eine richtig große Tasche, wo ihr halt Sachen einstellen könnt. Ihr seht, es geht bis hier vorne, ja, also von hier bis hier. Da könnt ihr auch einen Ordner oder sowas reinmachen. Dann haben wir hier noch Haken, wobei ich nicht weiß, wozu die wirklich da sind. Dann haben wir noch zwei Taschen links und rechts. Ja, Taschen, da sind auch ein paar Elemente drin, also diese Bügel von der Seite, die das festhalten. Aber da könnt ihr auch nochmal was reinmachen und hier genauso. Ja. So, jetzt schauen wir mal von vorne an, wo die Dinger befestigt sind. Also, wenn ihr die anbringen wollt, müsst ihr ein paar Schrauben lösen. Ihr seht einmal hier eine Schraube auf der Seite und auf der anderen Seite genauso. Die müsst ihr lösen. Da kommen die ersten Schrauben. Das heißt, die Decke wird festgeschraubt an den Roller. Ja? Dann müsst ihr die Schrauben hier lösen, auf beiden Seiten, links und rechts. Und dann könnt ihr die Verkleidung hier ein bisschen aufmachen und da geht dann ein Gurt durch, wo ein Haken befestigt wird. Am Innenteil hier. Ja? Hier könnt ihr dann zuziehen. Dann legt ihr das am Roller entlang und ihr seht, das ist so ein bisschen, da müsst ihr ein bisschen spielen hier. Da kommt zum Beispiel auch ein bisschen Wind durch. Je nachdem, wie tight ihr das macht, habt ihr einmal hier. Und das ist die einzige Schraube oder der Punkt, wo es ein bisschen scheiße ist, weil hier unten habt ihr wieder eine Schraube, ihr seht. Da und unten habt ihr einen Haken. Und der ist auch ein bisschen blöd, der Haken. Und ihr seht auch, das fliegt so ein bisschen rum. Also man hätte es ein bisschen schöner machen können, dass man hier wenigstens einen Gummi irgendwie anbringen könnte. Hier, dass man das noch so durchzwirbeln kann, damit das hier ein bisschen schöner anliegt und nicht so durch den Wind flattert. Ne? Vor allem hier unten, das Ding ist sehr lang. Und der Haken, der löst sich auch manchmal je nachdem, wie ihr die Beine habt. Ihr seht, die ganze Decke zieht so ein bisschen hin. Ja, das habt ihr von beiden Seiten. Aber ich will euch mal das unten hier zeigen, weil das ist das Schlimmste eigentlich. Und da habe ich mir am ersten Tag was kaputt gemacht und musste ich neue Teile bestellen. Also ich mache mal den Tripod runter und dann zeige ich euch, was ich meine. Wir gucken jetzt auf die Innenseite. Hier ist der Blinker, also linke Seite ist das, oder rechte Seite vom Scooter, hier die linke. Und ihr seht hier zwei so eine, ja, Schrauben oder sowas. Ja, und eines davon ist hier oben befestigt. Ihr seht das, wo mein Finger ist. Und das andere ist halt nicht. Und das Problem ist, ich habe gedacht, das ist so ein Sollbruch-Scheiß-Drecksding. Aber ich werde es euch mal zeigen. Nehmt einfach einen Schlüssel oder ja, halt hier irgendwie sowas Spitzes und ihr drückt das einmal rein. Und dann könnt ihr den rausziehen. Ja, da ist er. Und dann sieht das Ganze so aus. Moment, ich muss mal fokussieren. Sieht das Ganze so aus. Und das ist kein Sollbruch, sondern es ist so ein Nippel. Wenn ihr ihn reindrückt, ihr seht, ihr könnt ihn rausziehen und dann müsst ihr ihn einfach nur reindrücken. Ja, und dann ist der fest. Moment, Fokus. Dann ist der fest. Wenn ihr den wieder rausmachen wollt, dann wieder mit was Spitzem rein. Und dann ist er wieder aktiviert sozusagen. Ja? So ist er jetzt offen. Wenn ihr den Roller reinmacht, ich fokussiere nochmal hinten auf die Schraube. So, da unten. Dann setzt ihr den nur rein. Und drückt ihn zu. Das war's gewesen. Und das war das Problem gewesen. Ich habe die Dinger einfach nicht abbekommen, weil es steht auch in der Gebrauchsanweisung leider gar nicht da, wie die Dinger aufgehen. Und habe mir halt zwei davon kaputt gemacht. Und das ist das Einzige, was mich auch ein bisschen stört an der Verkleidung. Warum macht man nicht die Schrauben oben hier genauso hier an der Verkleidung? Das wäre viel besser, weil jedes Mal das hier ab und an zu machen im Sommer, also im Frühjahr und im Herbst, wenn es halt kälter wird oder wärmer und wieder abbauen, das ist halt das Einzige, was mich nervt. Ja, das war es eigentlich jetzt so gewesen. Ich setze mich noch einmal drauf, damit ihr seht, wie das funktioniert, wie das aussieht. Und wie gesagt, beim X-Max ist das ein kleines Problem, weil wir haben hier keinen Durchstieg. Ihr wisst, da oben ist noch ein Getriebetunnel sozusagen. Das heißt, man muss jetzt ein bisschen reinschlängeln. Ja. Wenn ihr fahrt, ihr seht schon, das Ding ist nicht komplett tragisch. Ja. Das muss, das ist hier so zusammengekneift. Das ist halt auch nicht so cool, weil im Endeffekt rüberziehen, weiterziehen kann ich es halt nicht. Unten seht ihr halt, da muss halt der Platz sein, damit die Füße rein können, damit ihr nicht beim Ampel umfallt. Ja, da müsst ihr halt runter können. Und wenn ihr halt anfangt zu fahren, müsst ihr halt immer schauen, dass das Knie da nicht irgendwie hängen bleibt. Ne? Irgendwie sowas. Also es ist zwar nicht ideal, aber auf jeden Fall hält das trocken und warm. Und ich bin jetzt
einmal gefahren, da war es noch ein bisschen kälter gewesen, ist auf jeden Fall gut. Nur je wärmer es wird, je mehr ihr tragt, also Sicherheitskleidung, umso heißer wird es hier drunter. Denn es ist halt wirklich, ja, vom Material her ist es, keine Ahnung, wie man es nennen soll, ist es nicht gepolstert, also nicht irgendwie ein Teddybär-Vlies oder sowas, aber es wird trotzdem warm und man fängt dann irgendwann an zu schwitzen, ne? Wenn man zu langsam fährt. Aber auf jeden Fall so ist das jetzt dran und ich lasse es erstmal noch dran, bis es wirklich warm ist. Und dann mache ich es wieder ab und kann ich es empfehlen. Es kommt darauf an, wie oft ihr fahrt, wie viel ihr fahrt. Ja? Ich wollte es jetzt einmal mal haben, weil mir war es dann immer ein bisschen zu kalt. Wenn ich morgens zur Arbeit losfahre, dann ist es zu kalt. Wenn ich nachts nach Hause komme, dann ist es auch zu kalt. Am Tag brauche ich es nicht, aber halt früh morgens oder spät abends oder nachts, wenn es halt immer noch kühl ist, auch im Sommer noch. Ja? Ansonsten war es das gewesen. Ja, ich geh mal wieder raus hier. Und ich hoffe, das war informativ für alle, die eventuell darüber nachdenken, so eine Wind- und Wetterschutz zu organisieren. Ich habe einen anderen gesehen von irgendeinem No-Name-Hersteller. Ob das wieder so passgenau ist, weiß ich nicht. Und dann gab es auch eins, was der Fahrer nur anzieht, aber das hilft ja auch nicht wirklich. Ich wollte was, was mich wirklich schützt, vor allem bei Regen, wenn man halt nicht nass werden wird. Wobei der Schutz da ist schon extrem hoch, weil ich habe die hohe Scheibe verbaut, wie gesagt. Und der Roller an sich, das ist ja das Geile am Roller. Stauraum und Wind- und Wetterschutz. Und jetzt habe ich halt komplett für Regen vorbereitet und für kalte Witterung noch. Das war es jetzt gewesen. Ich filme jetzt noch ein bisschen die Biker mit der M50 zum Test. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Und Rollerfahren ist mega geil. Peace. Ciao. Achso, falls ihr die Dinger noch irgendwie bestellen wollt, das wird es auf Amazon nicht geben. Aber den Fuel Friend habt ihr unten, die Links in der Beschreibung. Ciao.